Und Jens Lehmann könnte in den deutschen Profifußball zurückkehren. Der ehemalige Nationaltorhüter ist beim dauerkriselnden Zweitligisten 1. FC Nürnberg angeblich ein Kandidat für die Nachfolge von Sportvorstand Martin Baader. Entsprechende Berichte mehrerer Medien wollte der Verein zumindest nicht dementieren. Ende Juli hatte der Club die Trennung von Baader nach 11 Jahren beschlossen. Der 47-Jährige ist aber noch bis Ende September im Amt. Neben Lehmann wird auch Oliver Kreuzer gehandelt, der bis Juli 2014 als Sportchef beim Hamburger SV gearbeitet hat.